geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal CPAD. Täglich um 18 Uhr, täglich bei Mad City, täglich leider mit dem Thomas. Ja, ey, hör mal. Das erklärt, warum du im Gefängnis bist. Ja, ich merke schon, wegen dir. Leute, Grüße gehen raus hier an Noah Original, das ist ein Zuschauer. Grüße gehen raus, Noah. Und eine Sache würde mich wirklich freuen, Leute, wenn du noch kein Abo dagelassen hast, also noch nicht abonniert hast, einfach mal kostenlos abonnieren und liken nicht vergessen, dann, ja, würde mich das auf jeden Fall freuen. Kostet, wie gesagt, nichts und ich sehe, dass viele noch nicht abonniert haben. Also einfach mal jetzt ein Abo dalassen. Thomas, und was haben wir heute vor? Ich hab vor, dich zu killen für dich. Warum? Spruch. Hallo, Thomas. Guck mal, ich hab ein Messer gecraftet. Warum das denn? Willst du mich umbringen? Keine Ahnung, ich hab zwei Sachen gefunden, da war das Messer in meiner Hand. Oh, ich hab Gunpowder gefunden. Ja, Leute, was wir heute machen wollen, ist das geheime Piratenschiff finden, denn... Oh, guck mal, die Lea, die weiß schon, wie es geht. Die schleicht sich da raus. Oh, die schleicht und schleicht. Das geheime Piratenschiff. Genau, das geheime Piratenschiff. Kannst du mal hier hinkommen, Thomas? Wohin? Wo bist du? Hier. Ach, da oben auf dem Baum. Dann kann ich nämlich da hochkommen, also mir den Heli abholen. Moment, dann hole ich dich auch gleich ab. Zack, warte. So, einmal stehen bleiben, bitte. Tipptopp, so. Jetzt hole ich den Heli eben. Und dann können wir nämlich hier los. Oh, da war mein Gesicht. Das ist ein richtig guter Trick, ne? Also, wenn man zu zweit ist, kann man sowas auf jeden Fall immer ganz locker ausnutzen. Ja. Gar kein Problem. Warum kann ich nicht rauszoomen? Ist das, hä? Ich kann irgendwie nicht rauszoomen. Das sieht übelst hässlich aus gerade. Ja, egal, naja. Wir müssen ja nur hinfliegen, ne? Genau, also Leute, das Piratenschiff habe ich irgendwo dort hinten gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch dort sein wird. Ey, es sieht unglaublich hässlich aus, gerade die Ansicht. Ich muss mal ganz kurz zu... Ach, da ist auch ein Heli, sehe ich gerade, wusste ich gar nicht. Ihr habt uns unfassbar viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Da wollten wir auch nochmal ganz kurz Danke für sagen. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo dieses Piratenschiff genau ist. Kann es sein, dass es hier ist? Also, ein paar Sachen laden und nicht so flott. Also, hier sehen wir nichts. Wir werden es, jetzt einfach es mal... Es ist anscheinend noch auf dem Dach. Da hinten, links. Hä, wo ich links? Ich sehe es. Links. Aha, genau, da ist es ja. Perfekt. Ihr habt uns unheimlich viele Kommentare in die Kommentare geschrieben. Zum Beispiel im Nitro kann man aufladen, eine Tankstelle. Das waren wirklich klasse Tipps. Und was ist denn da unten? Hä, da kann man ja irgendwie runter, ne? Hä? Ja, das kenne ich ja noch gar nicht. Das ist die Basis, das ist die Hero-Basis, ne? Genau. Ja, ich wollte schon sagen, meinst du, wir können uns hier ein Kostüm abgreifen? Nein, ja, doch, das geht. Ja, dann lass mal eben was mitnehmen, ja, oder? Ja, erstmal zum Piratenschiff, okay. Dann ab zum Piratenschiff. Ich wollte nämlich eigentlich ein Piratenkostüm anziehen. Ja, aber du willst ja nicht. Nee, ich habe da nicht so Lust drauf. Doch, okay. Da sind schon die Piraten, wie ich da sehe. Die sind gestrandet, Piraten. Ne? Also, es ist ein Piratenschiff aufgetaucht, Leute. So viel können wir sagen. Schauen wir mal ganz kurz, was sagt der Kollege denn hier? Was sagt der Kollege? So, hallo, bist du hier, um nach dem Schatz zu suchen? Ja, eigentlich schon, der hat recht. Das ist sehr schlecht, weil sie... Ich habe die Map irgendwo in den Ozean geworfen, also die Karte. Ja, moin, du wirst sie nicht finden. Ja, doofes Timing, so nach dem Motto. Ja, sehr doofes Timing. Lass mal gucken, was auf dem Schiff ist. Was ist auf dem Schiff? Schauen wir mal ganz kurz nach. Was schätzt du, Thomas? Denkst du, sie finden Schatz? Ich weiß nicht, ich hoffe, hier ist irgendwie eine Waffe. Das hoffe ich mindestens. So, hier kann man runter. Was ist das? Was ist hier? Hier ist ein Schatz, aber dafür braucht man Schlüssel. Was? Krass, ey. Diesen... Leute, also Aufgabe an euch. Lol. Krass, ne? Das sieht mega Open geil the aus. Cursed chest. You need some sort of key. Leute. Also Aufgabe an euch, wenn ihr wisst, wie man diesen Schlüssel findet. Oder, ne, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, also wir hätten wahrscheinlich irgendwo nachgucken können und dann hätten wir den vielleicht jetzt gefunden. Wir können mal schauen, vielleicht, ja, Thomas fährt mit einem Auto runter natürlich, Thomas. Guck mal, das war ein neues Auto, was hältst du davon? Ja, sieht klasse aus. Sieht geil aus, ne? Sieht wirklich schön aus. Boah, ey, du bist voll nicht überzeugt. Ich Doch, sieht klasse gehofft, aus. Guck dir das an. Wow, Alter, boah, Thomas. Ist das dein Auto? Das ist ja, dein Auto. Mal, ey, das ist nein. Ich musste dir das jetzt zeigen. Das ist dein Auto? Ja, das ist mein. Alter, glaub mir. Schwede. Aber meinst du, hier ist irgendwo in der Nähe der Schlüssel? Das wollte ich nämlich gerade herausfinden, ob wir vielleicht hier irgendwie in so Gefäße oder so öffnen können oder so, ja, ne? Genau. Ich weiß nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man mit einem Boot hier unterwegs sein muss. Es sieht jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwas, weißt du? Also hier, wenn man jetzt einfach mal hier rumfliegt, hier ist nichts. Hier ist auch nicht, die sind einfach, ja, gestrandete Inseln. Ja, gestrandete Inseln. Ja, was gut, das war komplett, das war doof. Okay, ja, ich bemerke es ja selbst, ich weiß. Du meinst einfach leere Inseln. Also ich glaube, hier wird man tatsächlich nicht fündig.
Flieg mal da rechts rüber. Da ist da nicht ein Boot irgendwie oder so? Da ist irgendwas am Schwimmen. Dann können wir uns das abgreifen. Siehst du das? Dieses Grüne da. Da hinten. Ah ja, doch, ich sehe es. Ja, dann können wir uns das abgreifen. Ah, ja. Nee, das ist eine Insel. Ja, ja, klar, aber vielleicht ist ja auf der Insel irgendwas, ne? Ja, ich vermute eher, dass irgendwo im Wasser, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, also wenn er sagt, dass er das irgendwo im Ozean versunken ja, hat. Ja, aber ne, das heißt ja gar nichts. Ja, ich bin mir schon sicher, ich glaube den Kollegen schon. Ja, aber es heißt ja Ozean, ne? Es kann ja auch einfach Ozean gemeint sein mit Inseln, ne? Nein, ich glaube nicht. Okay, also hier sieht auch nicht danach aus. Ja, Leute, das heißt eigentlich, wir müssen einfach mal selbst schauen, ne? Oder vielleicht beim nächsten Video. Wenn ihr wisst, wie man die Kiste aufbekommt, schreibt einfach mal jetzt einen Kommentar in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall das Piratenschiff in Mad City. Ganz schön schaurig, hör mal. Wie bei Flug der Karibik. Das hier ist der Bereich, wo der Tesla spawnt, glaube ich, hier irgendwo. Genau. Fast. Ein bisschen weiter, ja. Was wir nachschauen können, ist aber, ob hier jemand schon fündig geworden ist, ne? Ja, also, auf dem anderen Piratenschiff. Was, da ist immer noch Gold. Ich flieg da einfach hin. Nein, ich meine eigentlich das Gold hier. Ach, Mann. Ha. Ist es noch... Kann man das noch nehmen? Ja, klar. Ehrlich? Das Gold ist goldig. Und wenn du mir das Gold aus Skandinavien klaust, dann bin ich sauer. Ja, das ist ehrenhaftes Gold, glaub mir. Ich bin einfach rausgesprungen und dann direkt hier rein. Einfach rein da, ne? Ja. So. Hä? Ich kann es nicht mehr... Achso, ich dachte schon, ich kann kein Gold mehr bekommen. Ich wollte schon sagen, hör mal. Das hätte mich jetzt ein bisschen so enttäuscht, ne? So, und 2000 sind zusammen. Babam. Und weg hier. Ich muss noch kurz... Hä? Was passiert denn jetzt hier? Hallo? Ey! Das Schiff! Es haut ab. Nein! Nein! Es geht weg, das Schiff! Hey, mit dem Gold! Bist du da noch drauf? Ja, ich war da drauf. Ich bin jetzt im Wasser. Na toll. Ah, jetzt musst du schwimmen. Ja, aber wie komme ich hier hoch? Gar nicht, oder? Aber aktuell... Wir könnten, was mich jetzt mal interessieren würde... Was machst du denn da? Ich schieße einen ab, der rennt hier rum wie Speedy Gonzales. So, oh ja, ich sehe es gerade. Ey, Superheldenattacke, jawoll, ey. Superheldenattacke. Yeah, jetzt braucht man gar kein Auto mehr. So, wir spawnen mal ganz kurz den Camaro und rein da. Ja, einmal rein da, genau, perfekt. Ram. So, und jetzt, der Überfall bei der Bank ist auch aktuell im Gange. Du hättest einfach hinrennen können, da wärst du genauso schnell, aber okay. Stimmt, ich folge dir mal einfach. Und, wie schnell bist du? Ja, du bist ganz schnell unterwegs. Ja. So, Banküberfall ist da. So, und wir springen mal raus und... Oh, da ist einer. Kollege. So, den holen wir uns, oder? Oh, den hast du um die Ecke gescheppert, okay. Holen. Perfekt, perfekt. Sehr gut. Alter, du bist ja mal mega schnell. Das ist richtig übel. Also, ich finde ja... Speedy nein, ich bin gestorben, weil ich in den Laser reingesprungen bin. Nein. Nein. Oh Gott, da ist noch einer. Nein, das ist doch mal richtig traurig. Macht, glaube ich, aber auch mehr Schaden, wenn man auf den Kopf zielt, ne? Also mit der Shotgun zum Beispiel. Ja, Geld. Auch, also ich glaube auch, aber ich finde es gerade einfach richtig traurig, dass ich so schnell war, dass ich das nicht unter Kontrolle hatte. Ah, gut. 1950 habe ich jetzt, 2250. Boah, ich frage mich ja wirklich für so eine Million, ne? So eine Tesla Roadster oder so, das ist... Ist schon übel, ne? Ich frage mich, übel. Ob den schon jemand gekauft hat. Ohne ja, klar, Witz. Haben. Ja, kann ich mir auch schon vorstellen. Also viele sogar, aber das ist dann meistens natürlich, wie man sich das auch denken kann, mit Robux gekauft, ne? Also es gibt halt die wenigsten, die das halt jetzt, sag ich mal, ne? Wow, du warst... Warte, ich hol den, ich hab ihn. Ey, wusstest du, dass du die Automaten hier vor hacken kannst? Echt? Ja, da gibt's auch nochmal Cash. Oh nein, ich darf hier ist jemand. Oh nein. Wo ist er? Wow, knappe Sache. Den haben wir. So, komm mit. Hier ist noch einer. Ja, ich muss ab. Obwohl, ich muss das gar nicht. Nee, komm, ich schütte den. Hier ist noch einer. Und der ist hier hinter dem. Ja, den haben wir auch. Man macht 52 Schaden, wenn man mit der Shotgun auf den Kopf trifft. Also. Oh nein. Holen wir uns den oder nicht? Ja, dann steig du aus. Ich muss mir das Geld wegbringen. Okay, warte. Fahr mich noch ein Stückchen. Und dann hole ich mir den. Hast du? Ich war fein. Ja, ich hab ihn. Ja, Mann, perfekt. Das war doch eine gute Kombi, oder nicht? Da sind auch noch Kassen, glaube ich. Das muss ich mal nachschauen. Ja, hier sind mehrere Kassen, ne? Also ich habe extrem viele bisher gefunden. Was mich natürlich noch freuen würde, wäre, wenn es noch so andere Überfälle bald gibt und sowas. Also ich hab das Gefühl, dass Mad City auf jeden Fall einiges Neues, ne, reinbringen wird. Ja, also überleg mal schon allein dieses Piratenschiff. Das ist ja mal richtig übel gemacht. Ich bin auch gespannt, was die noch so alles raushauen werden im Laufe der Zeit. Also ich kann mir aber echt was Cooles vorstellen. So 3000 haben wir jetzt hier bekommen. So, perfekt. 3000 haben wir.
So, schauen wir noch mal nach, ob wir vielleicht was anderes hier noch... Warte mal, das mit dem Nitro würde ich gerne auch noch mal testen. Ab zur Tankstelle? Ab zur Tankstelle, würde ich sagen. Ja, wo ist denn die Tankstelle genau? Die Tankstelle ist, wenn du hier geradeaus fährst und dann rechts. Du kennst schon alle Orte, ne? Nein, ich habe geraten. Wirklich? Ja. Achso, ich dachte, das klang jetzt so wirklich, so nach dem Motto, ach, ich weiß, das fahr dahin. Aber dann... Oh, der ist ja immer noch am Randalieren, der Typ, ne? Hier, geradeaus, und da ist die Tanke. Und hier kann man auch sogar was ausrauben, ne? Ah, ich sehe es. Wow, wie cool ist das denn? Jetzt haben wir einfach Nitro, guck mal. Geil. Das finde ich wirklich besser gemacht als bei Roblox Jailbreak, wo man das immer für Geld aufladen muss. Ja, genau, dieses Lilane da, ne? Ja. Ja, das ist echt hier. Ne, doch nicht da. Doch, so, warte, doch, hoch. Das blinkt, lass hier rein. Hoch da. Rein Black in den Rex, Laden, so. Einmal mitnehmen. Rein in die Olga, ne? Rein in die Olga, genau. Aber der Überfall, der gefällt mir besonders gut. Der erinnert mich immer richtig an Roblox Jailbreak. Das stimmt, das ist ähnlich. Jawohl. Her damit. Jawohl. So, ja. Oh nein. Schon Ende. Nein, oh, so schnell geht das. Toll, 1000 aber noch abgegriffen. Das ist ja schon mal mindestens ein bisschen. So, Jungs. Wo ist das Auto? Ende hier. Nein, ey, der schießt auf uns. Ja, der macht dich unbeliebt. Der macht dich unbeliebt. Da. Ja. Ja, Jungs, ist genug Kindergarten hier. So, Rainer. Ach, du bist am Fahren? Ja, ich bin am Fahren. Steig aufs Auto, genau. Ja, ich bin drauf. So, und schon wieder die komische Ansicht. Also, letztens habe ich noch gesagt, es gibt keine Fehler bei dem Spiel. Aber gerade irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt gerade hast du einen Glückstreffer dafür, dass du das gesagt hast. Ja, jetzt habe ich hier schon zwei Fehler auf einmal. Guck, siehst du die Bankautomaten hier? Guck mal hier. Die kannst du hacken. Oh. Hey, warum lass mich hier nicht runterfallen. Wer hat die Reifen abgeschossen? Und Fahrzeugwechsel. Spontan. So, fahr los. Ja, das dauert natürlich ein bisschen. So, man und merkt geben wir Gummi. Gib Gummi, aber Kollege. Ich muss sagen, das Fahrzeug ist ein bisschen schneller. Ehrlich? Ja, das gefällt mir. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, hier rechts rein da, genau, und wow, okay. Sehr gut, okay, cool, dann haben wir ja ein bisschen was geschafft in der Folge. Auch nochmal ein bisschen Geld abgegriffen. Und Level 26. Sehr schön. Leute, ich würde sagen, es war eine erfolgreiche Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.